sign of soldiers. Guess lightning got their attention. I wonder how Hope's doing. They were headed towards Palampola. Kid's on his way home. You can bet on it. Good for him. What's wrong? It's good. If they manage to slip in quietly, all of Cocoon is in the grip of Pulse Phobia. If a Lassie pops up on the radar, all hell will break loose. They don't even know why they're scared. Afraid of what they don't know. Afraid to find out more. It gets worse the older you get. I'm terrified of what'll happen. The world probably would be better off without Pulse the Sea. I mean, most of them. Gee, thanks. Let's go! Gut, dann gehen wir mal jetzt ins Kristarium. Hat sich ein bisschen was angesammelt. Und wir müssen Saft schon mal vorbereiten auf zukünftige Scheiße. Wortwörtlich Scheiße. Wird noch deutlich heftiger und schlimmer. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Speichern brauchen wir jetzt nicht, wir haben jetzt nur eine Cutscene gesehen. Ah cool, gegen einen Bomber. Die Bomber sind an sich nicht wirklich schwer. Das Problem ist einfach nur, dass sie sich beim Schlag regenerieren und irgendwann explodieren. Das ist eigentlich das gefährlichste an den. Okay, da kann ich nicht hin. Okay, Vanille stirbt. Okay, doch nicht. Aber fast. So, jetzt haben wir mal die großartige Explosion gesehen. Das wird... Ja, kann durchaus öfters passieren. Naja, ob gleich das Spiel das ist eine Frage, die brauchen wir uns noch nicht stellen. Naja, während der Kämpfe kann man jetzt eigentlich nicht viel sagen. Da
Daher bin ich da auch relativ sparsam mit Worten, weil was soll man großartig noch erzählen? Ich meine, man sieht jetzt gerade, was passiert. Wir erleben die Story. Kämpfen gegen viele Gegner, haben Spaß. Ja gut, so ein bisschen Spaß haben wir dann schon. Stimmt schon in gewisser Weise. So. Okay, scheinbar müssen wir später nochmal wiederkommen. Weil es hier noch versteckte Schatzplattformen gibt, die wir abgrasen können. Beziehungsweise... Naja... Wir kriegen mehr Kaffee dadurch bekommen und warum nicht? Ärgerlich, dass wir gerade kein Ding bekommen haben. Ach, schon eine Explosierung. Ja, down. Ja, mit dem Explodieren da hatte ich... Es ist so eine Frage, wann explodiert es? Wann? Das große Wann ist immer so interessant. Man weiß nicht, wann es wirklich wann ist. Komm, wir sind keine Verstecker, wir greifen einfach an. Vielleicht haben wir Glück und die explodieren nicht gleich sofort nach dem ersten Angriff. Ach komm, geht kacken, ey, ernsthaft. Zwei Explosionen hintereinander, das ist echt bitter. Das ist so richtig derbe. Kann man darauf verzichten. So, Doppelsequenz, damit wir schnell einen Serienbonus hochjagen. Deswegen brauche ich den Brecher, um diese Doppelsequenz einzuführen. Sonst ist das schon umständlich. Also, warum umständlich, wenn es auch einfach in der Hinsicht geht? So, und ich habe schon gesehen, da rechts ist eine Truhe. Nehmen wir doch mit. Ein Weisheitsamulett. Ob wir dadurch weiter werden? Gute Frage. Man weiß es nicht. Keine ernstzunehmenden Gegner sind das.
So, eine Schatztruhe, ein Flammenring, hatten wir ja schon mal. Wir stürmen einfach voran. So, wir greifen natürlich die Gremlins an, weil die am schnellsten down gehen und das hier noch bald. Für den lassen wir uns gleich nochmal genüsslich Zeit. So, Doppelsequenz. Und dann schnell auf Exterminator umwechseln. Okay. Wir haben mehrere Wege. Hier wollen wir ja links rein. Ob das besser, schlechter oder sonst irgendwas ist, weiß ich nicht. Ich glaube rechts waren sogar besser. Da war glaube ich so eine Schatztruhe. Okay, wir haben 12 Kristallpunkte bekommen. Let's give this a shot. Gotta hit 4 control panels. Did it! It worked! Hat es funktioniert? Hier war noch eine Schatztruhe. So, wir wurden nicht gesehen. Ja, wir fordern wirklich das Glück gerade raus. Ob der Xenoroid greift einfach nicht an, wenn der im Schockzustand ist. Das ist ja das Witzige daran, wenn er im Schockzustand ist, greift er nie im Leben an. Better not electrocute myself. So, hat funktioniert. Nach gegen zwei Xenoroids, ja, das wird lustig. Und beide haben uns nicht gesehen. Okay, obwohl ich den einen ja frontal. Komm, wirst du wird. Wir machen uns jetzt keinen Kopf drum. Warum, weshalb, wieso das ist. Das ist einfach so und fertig. Yeah.
Wow. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass der Schockzustand so schnell verschwindet. Krass, hat er irgendwas gemacht? Ist der Schockzustand so schnell verschwindet? Ich meine, so weit waren wir noch gar nicht. Naja gut, wir waren innerhalb der Zeit. Schalten das Teil kurz an. Hope the wires aren't fried. Oh, das hat funktioniert. Da vorne würden wir, glaube ich, nicht durchkommen, deswegen müssen wir das da machen. Aber wir gehen gleich nochmal zurück. Ja, so wollen wir natürlich. Das ist viel, viel wichtiger als ein blöder Sinoroid, den wir sowieso besiegen noch werden. Und der Bomber kann ja noch schließlich explodieren und darauf habe ich nicht Lust, dass das Teil hochgeht. Weil der Bomber nämlich blöder aussieht als in Final Fantasy 9 und das ist blöd. Ja, drastische Veränderung, muss man dazu sagen. Eine große drastische Veränderung, dass das so schnell, ja, sich so komisch verändert hat auch. Muss ich sagen, gefällt mir nicht so. Weil sonst war der Bomber eigentlich immer gleichbleibend. Er sah eigentlich, ich meine, weitestgehend gleich aus. Und dann war er einfach plötzlich weg. Dann haben sie ihn jetzt zu so einer Kugel gemacht. Finde ich jetzt persönlich nicht gerade schön anzusehen. Pulse machines can't be that different. Aha! It's alive! Way to go! Ja, die können wir aber erstmal später machen. Erstmal holen wir uns noch ein paar Kristallpunkte, wenn wir zurücklatschen. Ups. Ja, weil zurück sind noch ein paar, wie gesagt, da sind zwei Schatztruhen, die würden wir noch ziemlich gerne mitnehmen. Also ich würde sie gerne mitnehmen. So, das ist auf jeden Fall Gegner mal wieder. Wir freuen uns immer drauf auf Gegner. Warum auch nicht? Wir uns gleich im Explosiermodus. Hat nur Saft einen großen Teil zerrutscht.
So. Relativ flott ziehe ich den Kollegen. Upsala. Ja, ich weiß, ich bin Master auf Kamerasteuerung. Ich weiß. Just like I planned. You planned for them? Minor hitch. Nein, die gehören nicht zum Platz. Schade, dass er mich kurz vor Entdecken gesehen hat. Dachte ich mir schon. Ja, kann man sich schon denken, wie man an den ein oder anderen Kampf rangeht. Mit einer guten Portion Übervorsichtigkeit funktioniert das schon. Naja, gut, wenigstens kurz den Serienbonus hochgetan. Ja, bei dem ist aber richtig flott wieder der Dings abgebrochen. Meines Erachtens konnte das ruhig noch ein paar paar Sekunden länger bleiben, wenn wenigstens noch erledigen kann, aber anscheinend wollte er das nicht. Naja, das ist schon meistens so. Machen wir es einfach so. Wäre wahrscheinlich einfach besser und geht schneller. Und umso schneller, umso besser. You should see your daddy now.